Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man & Bass. Wir befinden uns immer noch in der Burnerman Stage und ja. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt jeden Part so mit Begrüßung und Verabschiedung machen werde. Die ersten Parts habe ich das jetzt nicht gemacht. Aber. Keine Ahnung. Ich bin ja normalerweise nicht so einer, der jeden Part einzeln schneidet, aber da mir ja zwei Parts komplett verloren gegangen sind von meinem Aufnahmeprogramm. Ist es vielleicht so, dass ich das jetzt tatsächlich mal mache? Ja, würdest du bitte? Danke. Für den Fall, dass sich einer fragt, warum ich denn schon ein bisschen angesäuert bin von dieser Stage, guckt die vorherigen Parts. Ansonsten, hallo! Willkommen zu einer friedfertigen Folge, bei der ich jeden den Tod wünsche, der diese Stage erstellt hat. So, und bis ich das geschafft habe, darf ich jetzt mich nochmal durch diese Stage quälen. Denn ja, quälen ist das richtige Wort. Denn was passiert am Ende der Stage? Richtig! Der Motherfucker-Abfuck-Riesentelly kommt und will mich komplett zerficken. Ohne Schaden nehmen kann man ihm nicht ausweichen, weil ich keine Ahnung habe, wie man so perfekt zielen soll. Dass es irgendwie möglich wäre, auch nur ansatzweise rechtzeitig nach oben zu kommen, ohne Schaden zu nehmen. Ja, ist das nicht eine wunderbare Spielmechanik? Du hast Zeitdruck, weil du sonst einfach mal über ein Drittel deines Lebens verlierst. Oh, das ist... Das ist einfach das Geilste. Okay, gut, ich kann die Scheiben auch so erledigen. Habe ich bestimmt schon mal gewusst, aber vergessen. Dafür habe ich jetzt die verkackt. Was kam jetzt? Ach, nee. Kam erstmal die Gorillas mal wieder, die überhaupt auch gar nichts mit Burnermans zusammenpassen. Genauso wenig wie dieser Raum auch nur ansatzweise in die Stage passt, also zum Boss passt. Weil ich weiß nicht, bei Burnerman, einem Boss, der Flammen einsetzt. Okay, gut, ich gebe zu, er setzt auch Fallen ein. Auch wenn es überhaupt nicht zu diesem Boss-Aussehen passt, dass er Fallen einsetzt. Ich meine, bitte was? Warum? Wenn ich einen Boss designe, der zwei, naja, Benzinkanister auf dem Schultern trägt und dem eine Stichflamme aus dem Kopf heraussticht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, klingt komisch. Aber, ja. Ein Boss, der Stichflamme aus dem Kopf kriegt. Und der verfickt nochmal. Zwei Benzinkanister auf dem Rücken hat. Da fällt mir doch nicht als allererste Version ein von dem Boss. Jo! Ich hab eine super Idee! Wir machen einen Boss, der wie ein Feuerboss aussieht, auch komplett wie ein Feuerboss wirkt, aber als Attacken legt er Fallen und die Stage ist eine grüne Waldstage mit Speeren und komischen Riesenmetal-Tellies und naja, ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Wow, ich hab's geschafft. Selbst dieser Drache passt nicht wirklich, weil bis der einen angreift, ist nicht mehr eine einzige Feuerattacke zu sehen. Außerdem wirkt er komplett random irgendwie. Weil im Vergleich zu den Gorillas, Gorillas in einer Feuerstage. Im Vergleich zu den Gorillas. Kann man die eigentlich dauerhaft ausgelöst haben? Nee, die sind halt einfach da. Wie lange bleiben die da? Wie lange tut er seine verfickten Flammen machen?
Ich meine, hallo Gorillas in einer Feuerstage. Und ich weiß nicht. Nein, ich bin. Wobei, vielleicht habe ich das Prinzip dieses Bosses jetzt verstanden. Burnerman ist kein Feuerboss. Nein, er ist ein wilderer Boss. Das wird's nämlich sein. Der Boss soll einfach demonstrieren von die Abholzung des Regenwaldes und die Wilderei. Weil dann würde nämlich dieser Boss vom Design her Sinn ergeben. Vor allem, nur mal so aus reinem Interesse, ne? Also noch eine andere Sache, die ich an dieser Stage hier haten muss. Dieses Leben da hat abbrennbare Blöcke, um ranzukommen. In einer Stage, bei dem ich einen Feuerboss begegne. Ich wage mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich bezweifle, dass man eine andere Waffe als Burnerman braucht, um diese Blöcke zu zerstören. Das heißt, das Leben, was hauptsächlich nützlich für die Stage ist, kriegt man erst nach der Stage in dieser Stage. Wie dumm ist denn das bitte? Also gut, okay, ich kann mich natürlich komplett irren, wenn es jetzt ein anderer Boss diese Blöcke zerstört. Aber wenn Burnerman diese Blöcke zerstört, was, denke ich mal, zu 90% wahrscheinlich eintreffen wird, dann, holy fuck, was ist das für ein beschissenes Stage Design. Selbst wenn es an eine wildere Stage angelehnt sein soll, was es ja anscheinend ist. Verdammt. Ja, nein! Och komm, warum slidest du denn jetzt? Warum? Mit welchem Recht fängst du jetzt an, plötzlich zu sliden? Ich meine, hallo? Was soll denn dieser verfickte Mist? Es ist ja wohl nicht zu fassen. Mein Pegel hat sich verstellt. Bin ich jetzt leiser zu hören? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt so viel leiser bin. Falls doch, tut's mir leid. Dann stelle ich es höher oder er verstellt sich halt selbst wieder höher, keine Ahnung. Aber holy shit, was ist das bitte für ein Mist? Wie kommt man auf so eine behinderte Idee? Ja, komm, springe. Springe in ein... Hallo Donkey Kong. Ich weiß, du bist hier, um mich zu nerven. Du hast noch deine Brüder, Dinky Kong und Donkey, Diddly Ding Dang Kong und Wing Wang Wung mitgebracht. Und Hachino und Bapino und deine Grashüpfer-Freunde. Abgesehen davon, was ist das hier eigentlich für ein Abschnitt? Ich meine, mit der Idee von wegen, jo, ist halt ein wilderer Boss und demzufolge sind die entsprechenden Stages auch auf Wilderei ausgelegt. Okay, komme ich vielleicht noch klar, wenn man das jetzt so erklärt. Aber, was ist das hier? Ist das eine Art Computer-Hintergrundwelt? Was zur Hölle hat auch nur ansatzweise dieses Design hier mit Burnerman zu tun? Oh Mann! So viel zu, es ist kein Problem. Alter! Wieso lebt das Teil noch? Hallo! Ich hab das schon tausendmal abgeschossen, jetzt stirb endlich! Ihr, das hält doch auch nur 4 Treffer aus. Was soll der Mist? Wieso hält das andere plötzlich mehr aus? Oder heilt es sich zwischendurch?
Dinge, die sich mir nicht erschließen. Spielmechanik im Mega Man NES. Ich weiß nicht, wie man dem vernünftig ausweichen soll. Ach ja, ich vergesse jedes Mal, dass es diesen Raum gibt, weil er halt auch ebenfalls überhaupt nicht reinpasst. Selbst wenn ich auf den Wilderer gehe. Okay, gut, es fallen, aber... Bitte was? Es passt nicht. Vielleicht hate ich gerade ein bisschen viel, aber... Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr der Meinung seid, ob diese Stage hier tatsächlich passt. Und wenn ja, warum? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich weiß, ich bin normalerweise nicht so einer, der solche Sprüche bringt, aber... Das würde mich echt mal interessieren. Habt ihr irgendeine Erklärung für den Sinn dieser Stage? Für den sinnvollen Aufbau dieser Stage? Wenn ja, dann würde ich es echt gerne wissen. So. Wie schaffe ich es gerade? So, hallo Drache. Der keinen Sinn ergibt. So, hallo Burnerman. Mal sehen, ob ich dich diesmal besiege. Es war mir klar, dass er jetzt die Attacke einsetzt, deswegen wollte ich unbedingt noch rechtzeitig auf die andere Seite. So, ich habe ihn besiegt, sogar mit Low Energie. Zufrieden? Ich bin's schon. Yay, ich habe Burnerman besiegt. You got Wave Burner. Was macht der? Ach, bestimmt dieses... Ja, der Flammenwerfer. Das hätte Mega Man auch hingekriegt, wenn er einfach eine Spraydose genommen hätte und ein Feuerzeug. Aber hey, ich hab's geschafft! Ich hab Burnerman besiegt. Und was ist das hier für eine Stage? Ich will nicht wissen, ich glaube nicht. So... Bevor ich jetzt allerdings alte Stages nochmal abgrase, um nochmal CDs zu sammeln, ich glaube, das mache ich erst, bevor ich diese Stage hier betrete, gehen wir erstmal in die anderen vier Stages. Ba, 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 ba. Pirate Man, Pirate Man, Pirate Man. Ich glaube, der könnte interessant werden, tatsächlich. Stell mir ein interessantes Stage vor, ich dachte schon, wir kommen hier mit Energie rein. Hallo Ammonitas! Nein. Warum denke ich auch, dass Ammonitas eine Plattform wäre? Sowas Unwahrscheinliches. So. Was bist du denn? Ein dummer Idiot, okay. Explodierst du? Uah, Tintenfische der Hölle. Müsste eigentlich mal so eine... Mich würde mal interessieren, was denn alles schon an Gegnern tatsächlich mal gezeigt wurde in Mega Man. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier oben ist der bessere Weg. Und dass da unten ist mehr so... Sag mal, wie viele wollt ihr denn noch auf den Screen hauen, ne? Du hast vielleicht die Leiter wieder runtergeklettert, oder ist das so ein Verbrechen, oder was? Oh. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass hier unten das sein könnte. Ja, hier unten halt. Verstecktes Secret. Oh, Scheiße. Okay.
wir, ist es jetzt wirklich ein Secret oder ist es einfach nur eine Abkürzung? Oder ein schwererer Weg? Ich weiß es nicht. Okay. Hier haben wir die Battle Kit Muscheln. Jetzt weiß ich, woher die her sind. Drehst dich um. Du drehst dich nicht um. Okay. Zu wenig Energie. Oh, ich glaube, ich ignoriere Ammonitas einfach. Es hat keinen Wert, Ammonitas zu töten. Ja, komm. Oh, den Typen kann ich auch nicht ausstehen. Die Dinger sind doch einfach nur dafür da, um da zu sein, damit du dich die ganze Zeit die Oktopus abschießen kannst, oder? Was ist hier oben? Aha, eine CD. Okay. Koro-Sensei, bitte stirb nicht. Stirb! Aha, wenn die Mischung geschlossen ist, komme ich drüber. Super getimed. Natürlich. Aber ich habe die CD und das ist das Wichtigste. So, was jetzt? Mehr Ammonitas. Yeah. Okay. Also Ammonita stirbt dadurch, dass er runterfällt. Irgendwie durch diese Wand durch. Ich muss hier eigentlich. Boah, was zur Hölle? Wieso triffst du mich? Oh, Mittelpunkt. Danke. Das hilft schon mal nicht. Das hilft schon mal auch nicht. Das ist ein interessanter Effekt. Ich muss sagen, ich finde Burnermann unter Wasser richtig cool. Ich weiß nicht, ob es Schaden macht, aber... Eigentlich will ich es gleich mal ausprobieren. Nee, es tut den Gegner nur wegdrücken. Aber irgendwie ist es trotzdem cool. Ja, mit dem Windfisch. Ja, das sah gerade echt aus wie der Windfisch. Die Wale halten ganz schön viel aus. Okay, da komme ich mal noch zwischendurch. Oh, bringt mir das was? Ich glaube, ich muss eher nach unten. Ja. Eine Truhe. Ja, war ja klar, dass es so ein Mimikry-Dingens ist. Aber Truhen passen zu der. Wow, wow. Moment. Die Blase hilft mir aber nicht sehr hoch. Okay. Oh. Moment, kann ich das auch mit der hier machen? Oh, cool. Okay, wo komme ich jetzt hin? Ich muss sagen, das hier gefällt mir. Da wäre ein Megaman hier gewesen.
der despawnt natürlich jetzt. War ja klar. Ah, das ist eine geile Idee. Also ist die Plan. So. an den Teilen zerplatzt. Okay. Geil, ich mag das. Ich mag das wirklich. Die Idee mit den Blasen ist richtig cool. Ich will wissen, was da noch oben noch an Sequels ist. Okay, hier ist offensichtlich zu viel Stacheln, um da durchzukommen. Wenn ich jetzt verrecke dadurch, ist mir halt egal. Ne? Also, es interessiert mich einfach zu sehr. Okay, also hier ist es schon mal... Wow, ich glaube, ich wäre gestorben, wenn ich noch weiter hochgeflogen wäre. Aber ich kann ja noch weiter nach rechts. Da ist zum Beispiel... ist noch... Oh. Ah, das ist auch gut. Ich könnte auch diesen Weg gehen, wenn ich einfach nur dorthin will. Ja. Die Idee ist cool, aber es dauert ziemlich lange. So, was ist hier drin, ne? Ein Gegner. Gut. Wirkt aber auch wie ein interessanter Punkt, sich hier durch die Dinger durchzumanövrieren. Und ich bin dran verreckt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da schon was Cooles ist, wie noch eine weitere CD oder sowas. Aber das Gute ist ja, die CDs werden gespeichert, das heißt, ich habe die ganzen CDs noch. Wenn ich jetzt Game Over war. Ich sag ja, Ammonitas ignorieren. Niemand interessiert sich für Ammonitas. Jeder nimmt Caputo. Und ich habe jetzt nicht ganz kapiert, warum ich jetzt den oberen Weg hätte gehen sollen. Weil, ich meine, kommen wir nur hier raus, gewissermaßen. Das ist ziemlich dumm. Oder es gibt natürlich oben noch was zu finden, was ich übersehen habe. Das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren sagen, weil ich habe nämlich nichts gesehen. Allerdings ist mir was aufgefallen in der, Gott, wie hieß die Stage noch gleich? Freezeman war es nicht, das war Mega Man 7. Das war doch eine Ice Stage, ne? Coldman? Jedenfalls in dieser Ice Stage. Ich glaube, in der Ice Stage gab es noch eine Leiter nach unten. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal betreten hatte. Toll. Mini kleine Schraube für so einen Riesenwal. Tö. Ehrlich gesagt, wirkt der Raum noch ein bisschen leer. Hier möchte ich jetzt hin. Eigentlich wollte ich nicht. Nein, ich bin falsch. Aber ohne Aufladung ist besser, weil sonst habe ich jetzt mal die Angst, dass ich versehentlich gleich wegdrücke und dann. Ja. So. Ja, das war doof. Das war auch doof. Ich schaff das. Was auch immer da ist, falls da was ist, ich schaff das. Wow.
Blasenphysik ist halt ziemlich schwierig, weil wegen den Bremsen. Ich bin noch nie gut darin gewesen, bei Dingen zu bremsen. So, und es ist eine CD. Hätte ich auch hier lang gekonnt? Wahrscheinlich. So, was ist jetzt hier unten noch? Sterbe ich oder? Wieder ein Gegner. Wow. Halter! Halter! Oh mein Gott, ey. Was für ein Bastard. Erreicht, Pirate Man. Der Hintergrund gefällt mir. Okay, er kann bouncen. Und er kann eine Mine legen. Okay, das sind schon mal zwei interessante Fähigkeiten. Ich bin jetzt bei meinem zweiten Leben, denke ich. Ja. 21 CDs habe ich schon. Nice. Hier hat eine Hakenhand, wie ich gerade erst bemerke. Ah, okay. Das schützt ihn auch. Okay, da kann ich dann auf mehrere schießen. Scheiße, 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 scheiße. Oh. Wasserstand beeinflussen und dadurch wird seine Blase am Leben erhalten. Das ist interessant. Das heißt, wenn er den Wasserstand noch oben macht, dann macht er die Blase. Nee, doch. Cool. Sehr interessant. Also der Boss gefällt mir echt. Im Vergleich zu Birnerman ist der hier ziemlich cool gemacht. Der Wasserstand sinkt ja eigentlich von Anfang an die ganze Zeit runter, oder? Okay, ich weiß noch nicht genau, was ich gegen diese Granaten machen soll. Okay, der Wasserstand wird gleich beenden. Oder vorher, geht auch selbst. Na, Wasserstand? Wasserstand? Ich dachte eigentlich, der Wasserstand beendet das. Moment. Letzten nehme ich nicht, wenn sie gerade spawnen und nicht explodiert sind. Doch. Hä? Wie soll ich denn da vernünftig ausweichen? Oder ist das doch so unfair, wie ich denke? Boah, es ist doch ein bisschen schwieriger, als ich erwartet habe. Schade. Ja gut, okay, das soll es für diesen Part gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.